Jo, willkommen zurück bei Mario Smash Football. Heute mit dem Blumenpokal. Diesmal sind es 6 Teams und 5 Runden. Ja, vorhin haben wir übrigens wirklich mit Profi gespielt. Dann bleiben wir doch gleich mal dabei, weil das war schon spannend. Aber 2 Minuten ist wirklich die perfekte Zeit für ein Let's Play, weil mehr würde einfach zu lange dauern. Bowser mache ich jetzt mal beim Blumenpokal aus. Ich denke, ich mache ihn erst wieder beim Bowser-Pokal an. Ja, genau. Und heute spielen wir mit Luigi und Koopa. Passt jetzt nicht so gut zusammen, aber komm, Birdo hätte auch nicht so gut gepasst und Hammerbruder, naja. Erst im Nachfolger gab es dann mehr verschiedene Charaktere, sowohl Spielführer als auch Gehilfen in Anführungsstrichen. Da gab es dann noch Knochentrocken und was gab es denn noch? Ich weiß schon gar nicht mehr. Buhu, ja, die waren cool. Aber bleiben wir erstmal auf dem GameCube. Jetzt Luigi. Und Peach. Wir schauen uns mal an, wie Luigi das Spiel eröffnet. Mit welchen Skills. Er wärmt sich gerade auf, okay. Hätte er vielleicht vorher schon machen sollen. Und sie will ihn überführen. Das klappt normalerweise. Aber heute hat Luigi nur den Sieg. Im Kopf. Und dafür will er bitte alles tun. So, wie spielt der Koopa? Ich nehme normalerweise immer Toad, deswegen weiß ich nicht, wie die zocken. Aber ich glaube, dass sie ein bisschen defensiver sind. Oder vielleicht... Ja, ich denke auch, dass sie einen stärkeren Schuss haben als die Toads. Weil die sind einfach nur schnell. Oder sind die kleinen Gehilfen in dem Game noch alle gleichwertig? Erst im Nachfolger hatten die verschiedene Skills. Luigi, zeig mal deinen Superschuss! Ah, fast ultimativ. Schade, ich krieg's einfach noch nicht hin. Der war noch nicht mal drin. Der war noch nicht mal drin. Nein. Wer schreit denn da so? Ja, toll. Ja, komm, ey. Scheiße. Die Eude nervt. Wir rennen, rennen, rennen und probieren es nochmal. Kriegen aber aufs Maul. Aua. Wo haben die immer so viele Items her? Ich schlag die doch gar nicht so. Oder ist das einfach nur durch das Aufladen des Schusses? What the heck? Sogar das haben sie unterbunden. Das war doch ein sicheres Tor. Ja gut, jetzt habe ich ihm ein Item geschenkt. Man kann übrigens auch antäuschen, dass man schießen will. Da muss man einfach nur dann A drücken während des Schusses. Oder wenn man den Ball hat, den gegnerischen Attacken auf Y ausweichen. Das ist vielleicht auch mal eine ganz kluge Idee. Gut, den Items kann man eher weniger ausweichen, aber man sollte es zumindest probieren, ne? Luigi, 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 Luigi! Bombe und Stachel, das muss jetzt mal reingehen. Nö. Also von dem Winkel kann es eigentlich nur reingehen, wenn es ultimativ ist. Aber er ist verwirrt. Ne, nicht mal das. Ach, ich spiele gerade schlecht, ey. Oh, stimmt, ich liege ja hinten. Ich brauche auf jeden Fall schnell den Ausgleich. Ich versuche hier die ganze Zeit mit Superschuss irgendwie zu gewinnen, aber... Ah, geht ja... Nee, oder? Könnte. Ja! Thank God. Wäre der jetzt nicht reingegangen, hätte ich auf sicher gespielt. Und eher vorm Tor ein bisschen rumgepasst, damit wir hier noch zumindest den Ausgleich erzielen können und dann Golden Goal noch gewinnen. Aber jetzt sind wir vorne und müssen einfach nur noch das Tor verteidigen. Laufen, 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 laufen. Scheiße. Ah, der Gegner hat so viele Items. Das macht es halt dann nicht einfacher, ne? Ach, Koopa, was machst du denn? So geht das. Nein, lauf doch nicht gegen den Gegner. Wie dämlich. Hoher Pass nach vorne und nix. Aua. Nein! Lattenkreuz! Boah, wenn der jetzt noch reingegangen wäre. Ein extremer Arbeitssieg. Aber Luigi feiert es trotzdem ab. Boah. Die Alte ist aber auch ein starker Gegner, ne? Eieiei. Hauptsache, es hat geklappt. Nächster Gegner, bitte. So sieht die Tabelle aus. Wir steigen auf 1. Yoshi und Waluigi haben auch gewonnen. Die anderen haben alle verloren. Ohne Golden Goal, Punkt. Daisy kommt. Von ihr kennen wir ja schon ihr Intro. Deswegen können wir gleich mit dem Spiel beginnen. Wir spielen sehr häufig gegen die Frauen, fällt mir auf. Yoshi haben wir noch gar nicht als Gegner gehabt. Donkey Kong auch nicht. Diese Roboter nicht. Naja, kommt schon alles noch. Hier! Ach, der war schlecht. Da brauche ich gar nicht spielen. Aber der ist gut. Nein. Ja, dass sie auflädt, war klar. Deswegen habe ich nicht gefoult, sondern lieber gewartet, bis sie auflädt. Und ihr dann auf die Fresse gehauen.
Führungstor. Schön gespielt. Ja, so sichere Tore, die sollte ich dann vielleicht auch mal nutzen. Oder fast sichere Tore. Man muss ja nicht immer mit Luigi zocken. Die anderen können auch was. Aber er will natürlich beweisen, dass er einen super Fallrückzieher drauf hat. Und ja, der war schön. Nach 28 Sekunden schon 2-0 vorne. So kann das natürlich auch mal laufen. Viel besser als bei Peach. Aber entschieden ist trotzdem noch lange nichts. Aua. Wie man hier bestens sieht. Also diese Hammerbrüder haben wirklich einen harten Schuss. Das ist klar. Was? Warum hat sie denn einen Kettenhund? Sie liegt doch nur 2-1 hinten. Den kriegt man normalerweise nur, wenn man, keine Ahnung, mindestens 3 Tore hinten ist. Das ist Betrug. Also, weil wenn du Kettenhund hast, hast du eigentlich locker die Möglichkeit, mindestens ein Tor zu machen. Ja, steht es jetzt 2-2. Den hat sie viel zu früh und unverdient bekommen. Naja, das Spiel hat keine Regeln und das sieht man hier bestenfalls wieder. Schieß einfach mal, komm. Ach, crap. Wieso habe ich das Timing noch nicht so gut drauf, ey? Das muss besser werden. Wir brauchen schnell ein Tor. Es muss ja kein schönes sein. Es soll einfach nur reingehen. Ja, aber wenn sie so viele Items hat, dann kann sie natürlich jeglichen Schuss von mir unterbinden. Komm hoch zum Tor, Cooper und dann ballern. Hat nichts gebracht. Wir müssen an den scheiß Ball kommen. Irgendeine schöne Kombi brauche ich jetzt. Oh oh, die Zeit läuft. Nein! Gib mir den Ball! Crap! Ja, jetzt sieht es natürlich scheiße aus. Wird das unsere erste Niederlage? Im Prinzip muss ich es jetzt mit Superschuss probieren. Und der war schlecht. Wie fast jeder Schuss. Wow! Was macht ihr denn da? Nein! Ich will nicht verlieren. Schon gar nicht gegen die. Aber es ist so gut wie besiegelt. Luigi! Nein! Verloren. Ja. Crap. Verkackt. Und wir haben 2-0 geführt, ey. Aber das mit dem Ketten und das bleibt die Schlüsselszene und... Tut mir leid, aber das war wirklich lächerlich. Bei 2-1 einen Kettenhund kriegen. Warum? Verstehe ich nicht. Aber gut. Dann wird's nur spannender hier. Sind wir jetzt mal Zweiter. 3 Spiele haben wir ja noch Zeit, um diesen Pokal zu gewinnen. Und jetzt kämpfen wir gegen Donkey Kong. Was heißt kämpfen? Kämpfen klingt so böse. Wir spielen gegen ihn. Aber andererseits, so wie es auf dem Platz zugeht, so wie die sich verkloppen, ist Kämpfen vielleicht doch der richtige Ausdruck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass DK uns das auch gleich symbolisieren wird. In seinem ersten Auftritt hier. Boot ihn aus! Ich meine, ich mag ihn, aber in dem Fall... Okay, er ist ein bisschen wild geworden und aggro. Was sind denn das für Birdos? Die sind ja schwarz. Also nichts, dass ich was dagegen habe, aber ich finde, das sieht irgendwie kacke aus, oder? Das passt gar nicht. Ach nee, die sind nicht, das sind braun, wie Donkey Kong. Ich glaube, die nehmen immer die Farbe an. Das sieht trotzdem übel scheiße aus. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Oh oh, ein guter Versuch. Also Donkey Kong hat wirklich Power. Ich spiele ja sonst auch immer mit ihm, deswegen weiß ich das auch. Moment mal, ist das mein Tor? Ist das dein Tor? Jetzt bin ich gerade blöd. Okay, das ist mein Tor da links. Oh nein, oh nein, oh nein. Hätte auch schief gehen können. Jetzt hör mal auf. Nein! Ja gut, er hat's versaut. Die Superschüsse, die können sie eigentlich auch erst ab dem Level Ass richtig gut. Jetzt noch nicht, aber ich lasse gerade ziemlich viele Chancen zu. Das muss ja nicht sein. Ey, das... Der spielt ja alleine fast. Das wäre jetzt auch beinahe schief gegangen. Ey, der ist übermächtig. Das war klar. Irgendwann musste das Tor fallen. Ich meine, ich wurde bombardiert mit Schüssen und allem Möglichen. Aber ich werde das gleich kontern und... Oder auch nicht.
Ich wollte gerade einen Bob-Omb einsetzen, aber er war schneller mit seiner scheiß Eiskugel da. Oh, auch so ein simpler Schuss kann mal reingehen. Einfach mal probieren. Schön draufhalten. Es ist Fußball. Da entscheidet auch Glück viel. Wie man vor allem als Bayern-Fan weiß. Ah, jetzt wollte ich das schön antäuschen, aber hat nicht geklappt. Ach komm, gib den Ball her, du hässliches Drecksvieh. Verdammt, verdammt, verdammt. Halt ihn und weg. Nicht zum Donkey Kong passen. Seid ihr irre? Bam. Jetzt hat er zwar ein Item, aber ich darf nichts machen. Boah, wir sind irgendwie schlechter als beim Pilzpokal, obwohl die Schwierigkeit gleich sein müsste. Und die Gegner sind härter, habe ich das Gefühl. Oh oh. Mein Torwart ist verwirrt, also lieber Ball wegspielen. Komm, 2-1 Arbeitssieg, gib ihn mir her. Aber das ist vorhin schon schief gegangen, also aufpassen. Lieber rumpassen den Ball. Nein, keine gegnerische Chance. Ja, lauf, lauf, lauf. Ach, ich hätte vorher spielen müssen. Aber es hat Zeit geholt. Es hat sehr viel Zeit geholt. Dammit. Ja, aufs Maul, aufs Maul und aufs Maul. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie wir dieses Spiel gewonnen haben, aber wir haben es geschafft. Eigentlich vollkommen unverdient. Das Spiel war das schlechteste bisher. Da wurde ich ja richtig an die Wand genagelt. Vielleicht sollte ich doch nicht auf Ass und Legende spielen, weil dann wird es ein bisschen zu brutal für mich ausgehen. Braucht man Übung. Und da ich es lange nicht mehr gespielt habe, kann ich diese nicht vorweisen. Oh, das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Weil Yoshi ist in der Tabelle noch vor uns, wie wir hier sehen. Platz 1 ist er, wir sind nur Zweiter. Und nur wenn wir ihn besiegen, dann können wir an ihm vorbeiziehen. Natürlich muss es gerade Yoshi sein, mein Erzfeind. Typisch. Boah, wie aggro der aussieht. Packt wahrscheinlich gleich Bombeneier aus. Nee. Seine Animation ist eigentlich recht langweilig irgendwie. Ich habe da mehr erwartet. Vielleicht irgendwas mit seiner Zunge oder mit Eiern, aber nein. Bam! Ein Versuch was wert. Hat ja auch ein Item gebracht. Ich glaube, ich müsste öfter mal mit den kleinen Spielern die Schüsse aufladen, weil das gibt immer ein schönes Item und das kann auch schon viel entscheiden. Scheiße! Ich krieg den ultimativen Schuss einfach nicht hin. Oh, wer hat das wieder gemacht? Aber von da zu schießen war eine dumme Idee. Hä? Ist mein Torwart behindert? Gib mir den Ball und nicht ihm. Ha? Ja! Oh, der hatte einen schönen Drall. Rein ins Kreuzeck und die Führung ist da. Ich sollte meinen Koopas wirklich mehr zutrauen. Die können's. Aber der Eierlacker da auch. Mann. Rexkerl. Ich ziehe an der vorbei. Und. Perfekt. Der geht 100% rein, weil die sind unhaltbar, die blauen Schüsse. Ultimativer Schuss. Es nimmt sogar den Torwart mit ins Tor. Na, Yoshi, wie gefällt dir das? Toll, ne? Pech gehabt. Musste ja endlich mal so kommen. Ne? Jetzt habe ich schon so oft diese Superschüsse gemacht. Irgendwann mal hat man sie dann auch etwas mehr drauf. Ich hoffe, ich schaff's in nächster Zeit öfter. Und nicht, dass das nur Glück war. Koopa, mach ihn rein. Mist. Wie der andere da entgegengrätscht. Oh no. Oh, das hättest du besser machen können, Yoshi. Hattest alle Zeit der Welt. Ich hätte aufgeladen an deiner Stelle. Geil. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass er drin ist, aber doch. Jetzt wird Yoshi vorgeführt. Übrigens, man kann nicht mehr als 2 Items haben, deswegen sollte man die auch nutzen. Sonst nutzt der Gegner das aus mit üblen Fouls. Irgendwie kann man auch das Item wechseln. Ah, genau, auf Z. Was soll denn das? Hier. Verdammt, warum ging die scheiß Kugel daneben? Und Pilz. Oh, der hat einen Kettenhund. Jetzt ist es mal verdient. Ich meine, er liegt 4-1 hinten. Aber bei Daisy war es lächerlich. Trotzdem, er hat es nicht nutzen können. Ziemlich blöd.
Ja, Yoshi ist vergleichsweise schwach, also wenn ich jetzt mal an Daisy und Donkey Kong denke. Er spielt echt schlecht. Ja, jetzt fault er nur noch rum und versucht verzweifelt das Spiel noch zu drehen, aber das wird nichts mehr. Selbst wenn der jetzt noch reingeht, tut aber nicht. 4-1, Niederlage. Schlechten Tag erwischt heute, ha? Huh? Mir egal, denn wir sind jetzt Erster in der Tabelle. Oh yeah. Jetzt kann eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen. Wir dürfen jetzt bloß nicht das nächste Spiel verlieren. Dann haben wir eigentlich so gut wie sicher den Pokal gewonnen. Aber ein Sieg ist natürlich das Allersicherste, weil Yoshi kann immer noch auch gewinnen und dann, ja. Es steht halt 9:9 jetzt. Der letzte Spieltag entscheidet es. Gegen Waluigi. Stimmt, den gibt's auch noch als Charakter. Dem fehlt wirklich mal ein eigenes Spiel, finde ich. Warum macht Nintendo das eigentlich nicht? So gut wie jeder hatte schon sein eigenes Spiel. Nur er nicht. Selbst Tingle von Zelda. Das ist wirklich lächerlich. Ja, der macht auf coolen, lässigen, chilligen. Aber ich glaube, er ist ziemlich aufgeregt. Schließlich kämpft er gegen den Tabellenführer. Wie konnte das passieren? Der Torwart hatte den Ball doch schon. Oh, so ein Depp. Super, jetzt darf ich hier wieder einen Rückstand aufholen. Und ich sag's nochmal, wir dürfen nicht verlieren. Jetzt bin ich etwas unter Druck. Und spätestens jetzt brennt's. What the fuck? Luigi, bitte richte das. Powerschuss. So nicht. Nein. Nein! Ja, das hätte er besser machen können. Weil ich meine, er und Waluigi waren allein vor meinem Torwart. Komm, Anschluss. Scheiß Winkel. Extrem beschissener Winkel. Der war doch hinter der Linie. Hallo, Torlinentechnik. Verdammt nochmal. Jetzt aber. Nein! Der wäre vielleicht ultimativ gewesen. Shit! Lauf, lauf, lauf. Und Spiel. Und rein. Jetzt mach doch rein, das blöde Ding. Damn. Boah. Wo seid ihr? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich brauche auf jeden Fall jetzt einen Luigi-Shot. Da ist er. Ihr blöden Assis! Leute. Ich glaube, das wird nichts mehr. Komm, jetzt trifft mich aber auch alles. Okay, sehr schlecht. Wird nicht reingehen, aber trotzdem, es sieht so mies aus. Nur noch 21 Sekunden. Ich muss ja auf Luigi spielen. Ich habe doch gar keine andere Wahl. Hä, ich habe das Ding aufgeladen. Normalerweise. Gib her. Oh, die haben aber auch immer ein Item, um zu antworten, oder? Letzte Chance. Nicht drin. Wir haben verloren. Wie konnte das passieren? Ja, jetzt kann man natürlich hoffen, dass der Yoshi auch verloren hat, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben den Blumenpokal nicht gewonnen. Ich glaube, ich spinne. Ja, verkackt. Sogar Dritter nur. Alter Schwede. Miserabel. Ich gehe jetzt heulen.